Ja, hallöchen, hallöchen, hallöchen. Willkommen zurück zu Fallen Shadows, wo wir gerade einen Apfel gefunden haben, oder beziehungsweise zwei Äpfel. Und uns niemand sagt, dass das Großvaters alter Schreibtisch ist. Auch noch hier oben ist auch noch Großvaters alter Schreibtisch. Nein, wir haben jetzt diese Äpfel gefunden und ich weiß gerade nicht, was wir damit tun sollen. Dort habe ich alles untersucht. Hier, vielleicht braucht der Äpfel als Augen. Ach, das sind Augen. Tja, das wären Äpfel. Okay. Jetzt spielt er uns ein Lied. Spiel Geige. Creepy. Hä? Vielleicht kann ich so Großvater finden. Ich muss mehr darüber herausfinden. Worüber denn? Oh mein Gott. Die Musik kommt aus dem französischen Viertel. Natürlich, woher denn sonst? Kann ich jetzt hinfliegen, oder was? Hui! Die Nacht ist lebendig. Dunkle Geheimnisse sind aus ihrem Schlaf erwacht. Sie meiden mich. Von der Dunkelheit ins grelle Licht der Stadt. Und es regnet. Ach hier, das ist doch die erste Szene so ziemlich. Das französische Viertel ist so magisch, aber dieser Region hat die Menschen ferngehalten. Ach, dieser Regen, oh, Entschuldigung. Aber dieser Regen hat die Menschen ferngehalten. Ich sollte mehr über diesen Anhänger herausfinden. Wohin sollte ich gehen? Weiß nicht. Da ist auf jeden Fall zu, da können wir auch, da können wir hingehen. Der Eingang zum Jazzclub, ja. Gehen wir nicht rein, okay. Hot Dogs, nichts esse ich lieber. Ja, nimm doch welche mit. Hot Dogs. Hot Dogs, ja, ja. Ein Voodoo-Händler ist anscheinend geschlossen. Ich sollte später wieder kommen. Ja gut, dann warten wir jetzt hier eine halbe Stunde, bis der Voodoo-Händler aufmacht. Eine dunkle Gasse. Da kann ich auch irgendwo hingehen. Der Balkon ist zauberhaft. Sehr schön. Das ist der gleiche Rahmen wie zuvor. Herzlichen Glückwunsch, ich habe was gefunden. Ein Schlüssel. Will der Rabe mir etwas zeigen? Ja, Rabe, zeig mir was. Schlüssel, da ist Musik drauf, vielleicht geht er. Nee. Ich dachte, das wäre jetzt hier so ein Musikpavillon-Schlüssel. New Orleans Gazette. New Orleans. Der Historiker Charles Rousseau wurde am 17. September als vermisst gemeldet. Seitdem verblüfft der Fall die Behörden durch seinen absoluten Mangel an Hinweisen. Ruth LaBeau, Rousseaus ehemaliges Hausmädchen, war die letzte, die ihn gesehen hat, als er sein Haus im Garden District aus dem Sturm vorbereitete. Die Polizei versuchte, in das Haus einzudringen, ohne die wertvollen antiken Schlösser zu beschädigen. Das Haus ist ein historisches Bauwerk und seit dem frühen 19. Jahrhundert Teil der Gemeinde. Die Menschen aus der Umgebung meinen, dass hier übernatürliche Kräfte am Werk sind. Herr Rousseau ist für seine exzentrische Art und seine Liebe für die Voodoo-Kultur der Stadt bekannt. Sein Werk umfasst etliche Dokumente. Er hatte nur ein lebendes Familienmitglied. Hinweise, diesen Fall betreffen, können an 555-7986 gefaxt oder unter 555-7419 telefonisch an die örtliche Polizeistation gerichtet werden. Mann nach wie vor vermisst. Und hier Ruth Cartwright. Katastrophen können die Bewohner von New Orleans nicht unterkriegen. Das Mardi Gras Festival wird dieses Jahr genau wie in den Jahrzehnten zuvor stattfinden. Die Folgen des Hurricanes könnten den Festlichkeiten jedoch einen unerwarteten Dämpfer verpassen, da das sogenannte Golfaroma hunderte Katzen angelockt hat. Experten zufolge werden diese durch den Geruch angespülter Meerestiere angezogen. Was sagen die Anwohner? Dann sammeln wir dieses Jahr eben Katzen statt Perlen. Hier geht etwas Seltsames vor sich. In der Tat. Ach, jetzt darf ich da hinten. Na, wunderbar. Irgendetwas an diesem Ort stimmt nicht. Wieso? Da hängt ja nur ein Auge rum, ist alles voller Graffiti. Hier ist so ein Antilopenschädel. Keine Ahnung, irgend so ein Schädel halt. Da hängt so eine Hand raus. Auf dem Poster gibt es eine Information über den Club. Die untere Hälfte fehlt. Finde die Teile des Posters.
Das ist kein Teil des Posters. Aber wir sagen hier Teil des Posters für in diesem Chaos hier. Vor allem steht gar nicht wie viele. Ist ja noch beschissener. Tja, wie sehen denn diese Teile des Posters aus? Baum. Ja, wenn mir irgendjemand einen kleinen Tipp geben würde, wonach genau ich suche. Das ist kein Teil vom Poster. Die Gurke ist auch kein Teil vom Poster. Dieser Stern ist auch kein Teil vom Poster. Was ist denn ein Teil vom Poster? Also ich brauche jetzt irgendwie so den Rest von dem Typen und den Rest von diesem Saxophon oder was. Aber wie sieht das denn aus? Ist das Teil vom Poster? Nein, natürlich nicht. Da ist eine Spielkarte. Da ist irgendwie so eine halbe Voodoo-Puppe. Ich brauche mal einen Tipp, wonach genau ich suche. Was ist da? Ich erkenne nichts. Ach, das war nur ein Teil. Ach so. Na. Entschuldigung, ich dachte, es wären mehrere. Dann hätte ich jetzt natürlich weitergesucht. Special Guest. Einlass um Mitternacht. Erlebe die Dunkelheit. Zutritt nur mit Passwort. Ein Passwort? Der Musiker sieht aus wie der Mann auf dem Foto mit Großvater. Er könnte etwas wissen. Der Club ist zu. Ich muss zurückkommen, wenn sie geöffnet haben. Okay. Ja, der Club ist zu. Die Straßen sind menschenleer, aber ich höre doch Stimmen. Oder sind diese Stimmen nur in meinem Kopf? Herausforderung gefällig, das Spiel zum Entspannen. Im entspannten Modus erhältst du Tipps für deine nächsten Schritte. Der Abenteuermodus heran, nee, ich bleibe entspannt. Entspannt ist eingestellt. Ja, natürlich. Mit wem muss ich sprechen, um in den Jazzclub zu gelangen? Ja, weiß ich nicht. Die Tür steht mit dem Raben. Das ist der gleiche Rabe wie zuvor. In der Tat. Vorsicht mal egal. Du willst Informationen? Du musst erst etwas kaufen. Kein Cash, ne? Ja, es gibt eine Sache, die mehr wert ist als Geld. Bring mir ein paar Perlen und ich... Ich helfe dir. Ich muss wohl ein paar Perlen finden. Okay, suchen wir ein paar Perlen. Nicht unbedingt der sicherste Flecken Erde, nein. Und hier suchen wir mal die Grabperlen. Ist das eine? Nee. Das ist ein Mardi Gras-Perl. Herzlichen Glückwunsch! Yay! Und das kenne ich nur durch Scrubs. Ich glaube, er braucht mehr als einen Strang Perlen. Ja, dann suchen wir weiter. Das kenne ich nur durch Scrubs. Oh ja, hier sind, achso. Ich dachte, wir nehmen die Perlen mit. Ah, natürlich nicht. Der Typ braucht Perlen, aber wir nehmen nicht die 100 Milliarden Perlen, die hier hängen. Nein, wir suchen Löwen, Affenköpfe und Metallspielzeuge. Na super! Das ist ein Zebra. Ach, brauchen wir sogar. Wunderbar. Jo. Löwe, Affenkopf, Metallspielzeug. Das ist cool. Das Skelett mit irgendwas in der Hand. Da ist so ein Hirsch. Wurz. Schlüssel brauchen wir diesmal nicht. Schade. Was ist das für ein Tier? Eine Maus? Brauchen wir scheinbar auch nicht. Elefant, Dumbo. Ich habe ja ein riesengroßes Dumbo-Trauma. Also ich habe vor diesen fliegenden rosa Elefanten als Kind so unglaublich Schiss gehabt, dass ich diesen Film auch bis heute nicht noch einmal gesehen habe und mir glaube ich auch nie wieder angucken werde, weil ich einfach so geschädigt. Ich habe posttraumatische Belastungsstörungen von dem Film Dumbo. Und wahrscheinlich hat das auch mein weiteres Leben beeinflusst und hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ein Wrack. Ein Wrack. Okay. Weiter im Text. Pflanze Holzstern. Also ein Holzstern und noch ein Stern, oder nicht? Ein goldenes Kreuz, okay. Eine Biene, ein Schlüssel. Eine Mumie, eine Blume. Nö. Brauchen wir alles nicht. Was hat denn hier? Ein Stück Rohr? Ach, das war ein Metallspielzeug. Das war so ein Stück gebogenes Rohr. Mann, ey. Stern. Bibi. Das ist ein Kreuz.
Da ist ein Kreuz. Guckt genau hin, da ist ein Kreuz. Na gut, das ist nicht gülden. Okay. Pflanze? Yay. Zwei Schwerter. Zwei Schwerter. Ein Schwertfisch. Das war ein Schwert, ja, Tatsache. Dann ist das andere bestimmt nicht genauso versteckt, aber ich habe trotzdem mal hingeklickt. Hätte ja sein können, dass die es nochmal auf dieselbe Art und Weise verstecken. Da ist ein Schwert. Ach nee. Doch. Ein Schwert mit einem Ritter dran. Mann, Mann, Mann. Löwe, Affenkopf. Hey, du Affenkopf. Taschenlampe, Billardkugel. Taschenlampe. Taschenlampe. Wo bist du? Löwe, Affenkopf, goldenes Kreuz, Giraffe, Taschenlampe. Giraffe müsste da auch eigentlich zu erkennen sein. Hier ist ein Wal, da ist ein Bär, ein Hund, ein Seepferdchen, eine Muschel, Giraffe. Ah, seht ihr mal, so schnell kann es gehen. Löwe, Affenkopf, goldenes Kreuz, Taschenlampe. Frosch, Nemo-Fisch. Tja. Gruselig. Wo sind denn hier die anderen Sachen? Sag mir ja doch mal. Gleich noch zum Fisch. Das ist ein Löwe? Ach, das ist doch ein Löwe, okay. Das sah mehr aus wie ein Hund. Naja. Affenkopf, ist das ein Affenkopf? Nein. Affenkopf, goldenes Kreuz und Taschenlampe. Ist das ein Affenkopf? Nein. Wie sieht dein Affenkopf aus? Ich guck doch mal in den Spiegel. Ja, aber das hilft mir im Spiel jetzt nicht weiter. Vielen Dank für diese unqualifizierte Aussage. Danke. Auch ein Tipp. Ach, da ist der Affenkopf. Okay, gut. Goldenes Kreuz, Taschenlampe. Hängt das ein goldenes Kreuz und die Taschenlampe, hängen die auch hier an so Dingern dran? Das würde man doch sehen. Und wer hängt denn eine Taschenlampe an Mardi Gras-Kugeln? Ein goldenes Kreuz, okay, das kann man an Mardi Gras-Kugeln dranhängen, aber... Nee, das andere nicht so. Das ist ein Wellensittich. Das Wellensittich. Ich hatte in meinem Leben schon mehrere Wellensittiche. Dann würde ich nur alle gestorben. Da ist ein goldenes Kreuz. Das ist nur noch die Taschenlampe. Taschenlampe, Taschenschlampe, da. Nee, was ist das? Sieht aber aus wie eine Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe. Nee, was ist eine Taschenlampe? Das ist eine Taschenlampe. Gut versteckt. Herzlichen Glückwunsch, ich habe mal die Grabperlen gefunden. Yippie! Und den gehen wir jetzt zu dem äußerst hygienischen Hotdog-Verkäufer und kaufen Hotdogs. Hast du Perlen für mich, ey? Ja, hier. Hey, danke. Für die Perlen, die sind perfekt. Also, du brauchst also Hilfe. Ich bin sicher, ich habe da eine Serviette mit gekritzelt, die irgendwo liegen lassen. Meine Stimme hat sich voll verändert seit dem letzten Mal, aber das merkt ja keiner. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie wird dir helfen, in den Jazzclub zu kommen. Wirf einen Blick in meinen Karren, du wirst sie finden. Wenn du mich nur entschuldigst, dringende Geschäfte warten. Boah, ich muss dringend auf Toilette gehen, die Geschäfte drängen. Ja. Wenn man hungrig ist, sieht alles so lecker aus. Nein, das sieht nicht lecker aus. Auch wenn man total hungrig ist, sieht das hier überhaupt nicht lecker aus. No way, Jose. Würfel bekritzelte servierte Zopfbrot. Brezel? Nö, Zopfbrot. Würfel bekritzelte servierte. Ja, mit dem Schwein bekritzelt? Nein. Da ist die bekritzelte servierte, da sind die Würfel. Sonnenbrille, Würstchen am Spieß, Ventilator. Würstchen am Spieß... Ein Corn Dog, Ventilator, Sunglasses. I wear my sunglasses at night, so I can, so I can. Überhaupt nicht singen ist egal. Okay. Schneeflocke, Engel, C. Okra, was?
Was zum Teufel ist Okra? Wieso ist hier eine Schneeflocke? Das müsste doch längst geschmolzen sein hier. Schon wieder ein goldenes Kreuz. Über diese goldenen Kreuze. Das macht mich langsam stutzig. Tja. Sonnenbrille, Schneeflocke, Engel. Bist du ein Engel? Nee. Hätte ja sein können. Für irgendjemanden bist du ein Engel. Für irgendjemanden bist auch du ein Engel. Für irgendjemand seid ihr alle ein Engel. Da ist das Kreuz. Da ist der Engel. Sonnenbrille, Schneeflocke, C. Ein hohes C oder ein dicker C? Da ist ein C. Ach komm, das ist ein C. Da ist ein C. Okra, Nagel, Schneeflocke, Sonnenbrille. Nagel, Fingernagel oder so ein Handwerkernagel. Bei diesem Typen mit seinen seltsamen Hotdogs hier würde ich ja fast auf einen Fingernagel, ich würde sogar auf einen Zehennagel tippen. Der hier irgendwo in den Hotdogs. Bleh. Geld, nimm Geld mit. Das ist ein Nagel? Nein. Das ist ein Nagel? Nein. Das ist ein Telefonhörer. Man soll das echt mal wieder aufräumen. Ich meine, ich bin kein Fan Sonnenbrille, kein Fan, also ich bin kein Held im Aufräumen und Schneeflocke. Aber so sieht es nicht mal bei mir aus. Okra und Nagel. Ich muss erstmal den Nagel finden, weil was ein Okra ist, weiß ich um Himmels Willen. Ist das ein Okra? Nee. Das? Nee. Das ist Senf. Erstmal brauche ich den Nagel, weil ich wette, wenn ich jetzt den Tipp frage, zeigt er mir den Nagel und ich suche immer noch das Okra danach. Tja. Aber es ist nichts zu erkennen im Moment. Nichts Nagelmäßiges. Ich war schon lange kein mehr genagelt. Könnte daran liegen. Tipp. Was da? Das da? Das war also Okra. Der, die, das Okra. Wer weiß, was Okra ist, bitte schreibt es in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Und so könnt ihr interaktiv teilnehmen an diesem wunderbaren Let's Play. Ist das ein Nagel? Zu groß geratener Nagel? Nein. Hier, Jesus, der hat auch Nägel. Der hat auch mal ein paar Nägel in der Hand. Oh, juhu, auch noch die Christen auf mich aufgehetzt. Keine Zuschauer und dann noch die Christen verunglimpft. Da freut sich YouTube. Nagel, komm, ey. Sorry. Ach, im Reifen. Okay. Naja. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe die bekritzelte Serviette gefunden. Was soll ich damit anfangen? Ja, weiß ich doch nicht. Du solltest sie finden. Können wir uns sie angucken. Ich habe langsam genug vom Regen. Tja. Der Voodoo-Händler scheint endlich offen zu haben. Oh, unglaublich. Dann gehen wir mal in der nächsten Folge zum Voodoo-Händler. Bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl und tschüss. Ach so, ich habe mein Signal vergessen. Tschüss.